Herzlich willkommen zur weiteren Folge der Karte von Thüringen. Wir sehen gerade auf Feld Nummer 13 in einer Mission Sojabohnen aus mit 4 Gerätschaften. Und wir wollten nochmal schauen, was die Kühe machen. Wir düngen auch noch auf Feld 12 und 47. 47 Missionen dauert noch ein bisschen. So, der Hof ist da. Haben wir noch leichten Schneefall? Da ist kein Mist zu sehen. Da auch nicht. Wo Stroh drin ist. Das machen sie Kühe, haben die genug Futter. Der eine hat was gekriegt. Im einen fehlt Stroh, im anderen auch. Futter haben sie, bei der 10 ist genug Futter und ist auch sauber. Bei der 42 hier links, bei den Bullen, dort ist dafür Stroh und Futter. Das heißt, wir müssen die Braunen und die Schwarzen noch ein bisschen Futter geben. Ich meine, das Futter reicht noch einen Tag. Aber wir wollen ja im Prinzip, dass die Tiere nicht unter, also zu wenig haben. Die Milchkühe haben auch Gras. Die haben nicht genug Gras, das wächst einfach nicht nach. Ich habe schon ein bisschen nachgepflanzt. Ganz am Anfang. Mal sehen, wo ich jetzt hier einen Trecker finde. Das soll er nun, sollte eigentlich besser gehen. Vorne an der Ecke normalerweise. Das macht er jetzt nicht. Dann fahren wir hier in den Stall rein. Tiere wieder Platz machen, meistens nicht. Aber die haben ja keine Kollision. Unser großer Staubmann ist auch nicht der kleinste. Aber ich denke auch, Mensch, die müssen ja nicht viel fressen normalerweise. Aber scheiße, was? Geht gar nicht leer. So, weg. Kommt noch einer? Ja, fahren wir gegen. Kommt noch. Jetzt geht er noch durch, ne? Da kommt nicht so viel. Zum Glück hauen die nicht ab. Hier ist der Punkt. Hier mitten im Stall ist der Punkt, um abfüllen muss. Natürlich suchen den Blöder, ne? So. Ich könnte mal stehen lassen da. Wäre das Sinnvollste. Würde ich auch machen. An dem Punkt, wo es ist. So. Sehr gut. Kontrolle. Ja, die 4 arbeiten. Der 5. auch. Ja, da braucht noch ein bisschen. Aber der ist fast fertig. Dann kann der auch in Mission gehen. Kühe haben nun genug Wasser, Stroh müssen wir noch haben. Stroh. Gras haben wir noch nicht. Verkaufen können wir auch nichts. Haben wir nichts.
Apropos Stroh. Wo ist Anne? Wir hatten noch einen kleinen. Na, wo ist denn der? Oder war da nur geliehen? Wir hatten einen kleinen gehabt. Oder habe ich den verkauft? Dafür die Gabel. Habe ich mal einen Mod entfernt gehabt. Aber. Tja. Oder habe ich den Stall. Eine Garage gestellt. Das kann auch sein. Natürlich. Nicht sinnvoll, ne? In der verkehrten. Traktor, Traktor. Ah ja, da ist er für Stroh. Ungünstig. Futter. Das ist die Silage. Schlecht. Ich will Stroh loswerden. Die Silage und Heu. Was links reinhauen, Mischfutterfabrik. Wenn die Mischfutter haben, das reicht normalerweise. Oder war das Heu? Das war reines Heu, ne? Gucken wir mal, ob wir den Punkt jetzt hier finden. Für Heu. Na, hier finde ich keinen. Da wäre eine gute Markierung ganz gut. Wo man das finden könnte. So wie hier Futter mit so einem kleinen Viereck aufgemalt, wo man es abkippen kann. Ich brauche ja auch nicht viele Tiere, das ist ja das. Die Links haben so viel, das kann sein, weil auch 10 Tiere los sind. Also schauen wir mal, wie die Tiere näher. Und der ist ein bisschen wendiger als der große. Das können wir auch im Lager einkippen. Ne, wir kommen hier noch Kuh rein raus. Ein bisschen dichter rangehen. Der anderen Weg. Ich denke mal, der Punkt für Futter wird hier auch sein, für Heu. Nee. War mal ein bisschen blöd, aber gut.
Wenn ich gleich finde, geht es gleich in Richtung Scheune. Wenn wir halt einen Strohballen aufladen und hier. Na, finden wir jetzt hier nicht. Da wurde man ganz stark, das ist hier immer noch so. Wenn man hier Stroh gibt, das ist auch. Auch gleichzeitig Heu und Silage gibt. Gut, fahren wir mal Richtung Lager, den man das aber auch annimmt. Hofbräu hat ja separat ein Lager, wo man das wieder entnehmen kann. Was sie anbieten tut auch für Stroh. Aber hier geht das nicht raus. Gut oder nicht gut, ist egal. Nur so nehmen, wie es ist. Und vielleicht die andere Richtung vielleicht. Ey, was hier geht, nämlich Stroh und Heu und auch Gras rein. So weit wir sagen lassen. Aber wir hatten gerade ein Problemchen. Der nicht. Wer macht denn Probleme? Ja, das sind die Bäume. Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sehen, welcher ist das nun? Dann muss man nur die radikale Tour einwenden. Also vielleicht muss man doch mit einem Vorgewende mehr machen. Und dann nur mit drei Fahrzeuge fahren. Weil ich noch nicht weiß, welchen Teil er nun hier zuständig ist. Da stand was von den 4. 4 wäre, aber das wäre genau fallmäßig die andere Richtung. Ist schon komisch, aber gut. Das ist mal so, ne? Der erste ist fertig, das müsste Dings sein, unser auf Feld 12. Auch hier muss ich alles gemacht werden. Dann ist der ist fertig. Entlassen. So, wir haben noch Missionen für 33. Wo ist 33? Wo ist 33? Da unten. Machen wir mal weg. Durchsichtig ist normal. War der vorher auch so nur. Gefüllt. Die Wälder haben mehr Bäume, also um mehr Geld. Und wir müssen mehr arbeiten. So, Feld 33, da fangen wir an. Das ist. Oh, weit weg. Fahren wir mal zur Straße. Ich werde mal näher zur nächsten Aufnahme die Leistung reduzieren. Nicht, dass wir Probleme haben mit der Qualität.
Also hier muss ich mir auch noch einfallen lassen. Hier, das ist noch nicht perfekt. Gebäude platzieren ist ein bisschen schwierig, weil das Ganze nicht eine Ebene ist. Das heißt, wir müssen da ein bisschen anpassen. Ist aber okay so. Das muss Aprilwetter sein hier, so Mitte Frühling. Das ist die Gülle für eine Kühe. Aber ob der Mist, Mist habe ich noch keinen gesehen. In unseren Silos. Dringend die Outdrive-Kurse einfahren, dann können wir das alles hier, kann das Outdrive alles abnehmen, zum Feld hinfahren. Erst wollte ich noch unbedingt dieses Jahr ein paar Bäume pflanzen, aber das sehe ich mal so nicht so dramatisch weil Bäume haben wir genug. Pflanzen werden wir eh welche machen, aber ist halt nicht dringend notwendig, dass wir das hier was machen müssen. Und Bäume fällen tendiere ich auch dazu, dass wir das erst im Winter hin machen. Sei denn, wir haben extrem viel Zeit und wir hätten Langeweile. Dann werden wir auch vorbereitet, wir haben alles da, wir können fällen. Wir müssen nur entsprechend den Anhänger noch kaufen für Holzverkauf. Der Traktor von Einfach und Outdrive. Nicht wundern. Das geht in den Folgen etwas unter, weil das geht gar nicht. Dann kommen wir nicht weiter. Da verdienen wir nichts. Ob das mir alles funktioniert, ist die andere Frage, ne? Ein Kursgenerator probieren aus. So, 33. Wo sind wir aktuell? Bei der 28. Mal kurz überlegen. Ja, hier ist ein guter Absatz. Na, hier kommen wir nicht hin. Das ist die Ortschaft. Das ist die Ortschaft. Da kommen wir nicht rein. Da kommen wir rein, aber nicht durch. Das ist eine Sackgasse. Also. Sackgasse tut nicht weiter. Sie hätten ausgeklappt. Nee. Dann nehmen wir die nächste Abfahrt. Strecken. Muss überlegen. Das ist Folge Nummer 4. Das wünscht mir allen schönen Montag. Ich hab Samstag und Sonntag vergessen. Ich komme meist auch eh durcheinander bei den Folgen. Wann die genau laufen. Also nicht wundern. Wenn ich mal nichts wünsche, ist immer so gemeint. Bei Outdrive würde ich hier auch so fahren, im Prinzip ohne Gegenverkehr. Diese Wege im Prinzip ist immer Einbahnstraße. Damit wir ja nicht Petrolie kommen, dass zwei sich entgegenkommen und dann die Welle kommt hier, die stören sich. Also
die breite Straße, wo zwei Spuren sind, da fahren die auch entgegen. So, jetzt sind wir jetzt 32. Wenn wir eben zu 33 kommen. Das müsste das andere Feld sein, das kleine. Am Arsch der Welt. So, 33. Wahnsinn. Immer den alten Kurs löschen. 33, tatsächlich. 2, ja, das müsste reichen. Kurz generieren. Das ist ja auch gleich fast fertig. Und einstellen. Und wieder ist eine Folge zu Ende. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Und morgen geht's weiter. Tschüssi.